Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge vom Last Epoch Let's Play. Ich habe in dieser Timeline ein bisschen gefarmt und ihr seht es, ich habe zum Beispiel diesen Stab hier gefunden, den ich noch nie gesehen habe, oder einen anderen Skin. Ich glaube, ich habe ihn einmal, weiß es nicht, nicht wahrscheinlich schon ein oder zweimal gedroppt bekommen, aber einfach ein neuer Skin. Und sicher ein cooler Bild kann man dazu machen. Nicht schlecht. Diesen hier, ja, ich weiß nicht, Flüche wäre auch nicht mal schlecht, aber wahrscheinlich mit meiner Zeit nicht so machbar. Könnt ihr gerne mal sagen, ob es sich lohnt. Und hier habe ich den Gürtel, den ich ja sehr lange gesucht habe, endlich gefunden. Sehr defensiv. Aber ob ich jetzt einen guten Bild draus machen könnte, weiß ich nicht. Also ich wollte einfach mit diesen Spriggenformen Schüssen, das Spirits oder so, wie irgendwie heißen sie, schießen, aber es ist zu schwach. Dann habe ich viele Items so mit Resistenzen, bestimmten Bonis genommen, zum Beispiel Fire Aura per Kill. Und was habe ich noch mitgenommen? Irgendwie ein bestimmtes Item noch. Zum Beispiel hier Aegis, Cast Speed mit Lightning Aegis. Sehr gut. Und hier genau. Plus 122% Critical Strike Multiplayer. Ist sicher sehr, sehr stark. So, also dann fetzen wir wieder los. Ich habe jetzt auch irgendwann noch ein bisschen weiter gelevelt. Ich bin jetzt Level 66. Wir waren, glaube ich, Level 60, 61 ungefähr dann am Schluss. Und ich muss hier zurück. So. Das heißt also, wir bekommen wieder ein paar mehr Meteore über hier runterfallen. Und jetzt einfach mal schauen noch kurz. Wir sind Level 18 mit Mana Strike. Das heißt, zwei Level noch hier zum Beispiel oder hier runter. Das ist effektiv, aber weniger Mana. Also mindestens einen Punkt mal hier setzen, damit wir einfach mit Kills dann auch mehr Mana haben. Gut, wohin könnten wir jetzt gehen? Glaube ich, hier oben ist noch genau der Helm. Wenn der Helm droppt, können wir im nächsten Part wieder ein bisschen mit den Animate Weapons spielen. Hat euch sehr gefallen, dieser Beat, aber wir hatten einfach die nicht genügend, also das Item nicht. Der Set-Helm nicht. Jo. Und wenn wir den haben, können wir ihn weiterspielen. So, weil dann haben wir wieder gesehen, dass wir waren einfach nicht defensiv genug. Und das Item macht defensiv. Definitiv. So, also. Jo, der letzte Part kam auch wieder ein bisschen besser an. Es ist wirklich in letzter Zeit einfach so, dass ich wirklich schreiben muss, was ich genau mache im Titel. Und ich habe einfach zu wenig Platz für den Titel. Also, ja, es lohnt sich für mich mehr, wenn ich halt auch ein bisschen zeige. Ich möchte nicht clickbaiten. Ich bin einer, der wirklich 0% clickbaiten möchte. Und deshalb habe ich auch nur geschrieben, zum Beispiel dicke Dinger. Sind einfach Meteore gemeint und nicht irgendwelche Melonen. Aber irgendwie kommt das halt auch besser an. Also, wenn ich einfach nicht genug Aufrufe für euch habe, ja, ich bin selber schuld. Ich bin einer, der einfach nicht gerade clickbaiten möchte. Also überhaupt eigentlich gar nicht. Aber ich muss es. Ich werde gezwungen. Und das ist halt, ja, für die meisten Zuschauer dann auch wieder nicht motivieren. Bei mir bitte nicht so demotivierend sein, wegen dem Titel. Ja, die Menschen sind halt sensibel und vertragen sich, wenn man irgendwas Anfälliges tut. Ist schon okay. Deshalb auch immer die Trolle. Ich habe ein Video gesehen über Trolle und die sind manchmal knüppelhart, diese Trolle. Für was? Nur damit man sich besser fühlt. Weiß ich ja nicht. Und, ja. Ich wähle mich eben nicht dem Mega, ja, der Mehrheit einfach nachgehen. Ich weiß, dieses Wort über Englisch. Dem Hype nachgehen. So. Und ja, ich denke, weil es mir jetzt auch langsam wieder besser geht, gesundheitlich, kann ich dann auch wirklich mehrere Projekte wieder gleichzeitig und pro Tag machen. Ich werde jetzt auch mehr als eine Folge aufnehmen, wenn es einfach nicht abstürzt. Wahrscheinlich wird es wieder nach 30 Minuten mal abstürzen. Sonst mache ich einfach die Parts unter 20 Minuten oder so.
Aber meistens lohnt sich in so einem Game das eher 30er dann noch mehr zu machen. Also einfach, dass ihr wisst, eventuell kann es so sein, dass ich einfach das ein bisschen begrenzen muss, damit es nicht abstürzt. Ja. Und wenn ich dann wieder ein Programm habe, mit dem ich schneiden kann überhaupt, oder auch die richtigen Videodateien habt, Video Art, ja, und es hat funktioniert bei den meisten, kann ich natürlich das rausschneiden. Okay, der ist ziemlich gut. Wenn die Attack Speed bei 2 ändert. Noch nicht weitere gute Bonus. Also dürft mir gerne helfen, gell? Also ich nehme die Hilfe natürlich auch gerne an. Auch Kritik nehme ich gerne an. Es gibt jetzt viele Leute, die wirklich gar keine Kritik mehr vertragen. Ja. Und ja. So langsam. Nee, du musst da oben einschlagen. Die sind sehr stark. Die waren früher mal so unglaublich stark, dass sie gewonnen haben. Egal welchen Charakter alle gewonnen hat. Ist nicht gerade so gut balanciert gewesen damals. Ich weiß noch, ich habe sie auch ein paar Mal getroffen, aber noch schlechter natürlich. Ich war noch nicht so weit. Ich genieße halt die Spiele, ich mache sie nicht komplett sofort durch. Ich spiele so lange wie möglich an meinem Spiel, so dass es am meisten Spaß macht. Wenn es keinen Spaß macht, mache ich schneller vorwärts. Und ja, das wisst ihr ja wahrscheinlich. Dass ich einfach auch ziemlich an einem Spiel festhänge meistens. Also wenn ihr eben Lust habt, dass ich ein Spiel länger spiele und so, dann hypet mich ein bisschen. Macht mir etwas Gutes und ihr werdet natürlich auch mehr davon sehen. Wenn ihr wollt, dass ich nicht so lange ein Spiel mache, dann dürft ihr gerne auch schreiben. Oh Drago, mach bitte ein anderes Spiel. Ich habe nicht so viel Lust auf dieses Spiel und so. Also es gibt halt auch komplett andere Spiele. Also ich hätte auch Lust, wieder so ein Rennspiel zu machen. Let's Playen. Und Livestreamen. Ich hätte auch Lust, ein Strategiespiel wieder zu Let's Playen. Und so weiter. Aber eben schreibt, was ihr nicht wollt. Schreibt, was ihr wollt. Und dann geht's mir und euch besser. Aber so langsam leide ich halt auch sehr, dass halt einfach langsam das ausstirbt. Das normale Gameplay zeigen stirbt einfach sehr richtig ab. Finde ich echt nicht gut. So. Muss ich mal kurz schauen. Ja. Funktioniert alles. Ja, schade, dass ich momentan keinen zweiten Bildschirm habe, aber ich will einen guten kaufen. Ich habe jetzt den Namen nicht auswendig, aber ich kaufe einen mit MBR, der über 350 Euro kostet. Aber ja, die Bildwiederholrate, die stört mich ein bisschen. Also diese Frame, nein, nicht Frames, die andere, Hertz, die ist ein bisschen niedrig, 55 glaube ich oder so, pro Sekunde. Pro Minute, das ist nicht mehr. Ja. Und sonst weiß ich nicht, welchen anderen Bildschirm. Ich sehe nur einen. Nur einen, der gut ist und der ist doch nicht so gut. Ich bin halt ein bisschen am Nörgeln, also ich will schon, jetzt wenn ich einen kaufe, wirklich einen guten. Und der Stromverbrauch ist, glaube ich, auch sehr gut. Ja, ich kann leider auch nicht den Herstellername auswendig. Eben wenn ich ein bisschen aktivere Community hätte, würde mir vieles leichter sein. Habe ich aber leider nicht, weil die Spiele, die ich Let's Player auch nicht gerade so zum Reden sind. Ich muss also auch ein bisschen schauen, dass ich wieder ein bisschen mehr sozialere Spiele spiele. Also ein Hack and Slay, wo man auch nicht reden muss und nicht darüber diskutieren muss. Oder? Für euch ist es, jo, schön anzusehen, vielleicht eine kurze Zeit oder so, aber lange Aufrufe habe ich mit dem Spiel nicht. Habe ich ja mit Champions of Recon und Minecraft viel länger, da habe ich größeres Aufrufezahlen gemacht. Ja. Aber ich spiele es einfach gerne. Das möchte ich euch auch zeigen. Genau.
Ja, ist nicht so schnell der Bild, stimmt, aber ich bin auch ziemlich gerne trotzdem. Aber wenn er dann mal, ja, noch ein bisschen ausgebaut wird und schneller die Türe rumkommen und so, dann wird es auch besser. Er ist eben noch ein bisschen ein Anfängerschwierigkeiten, aber ist sehr safe und ich habe hier ja, den ganzen Norden eigentlich gespielt. Und jetzt bin ich endlich wieder zurückgekommen, jetzt kann ich ja wieder aufnehmen. Am Morgen kann ich ja nie aufnehmen, weil viele Leute um mich herum sind. Ja, also auch ein Beruf und den möchte ich natürlich auch zwischendurch machen noch am Nachmittag und am Abend. Aber es ist eben so, dass ich am Abend eigentlich gar nicht arbeiten muss. Und nur momentan geht es mir einfach zu schlecht. Ich kann momentan nicht benutzen. Also ich kann nicht so arbeiten, wie die das wollen. Ich habe vor allem Rückenschmerzen starke. Einfach auch Hormonschwierigkeiten, dass ich unruhig bin und so. Und auch das Cortisol und so. Schilddrüsen unter Funktionszeiten zu niedrig sind. Ja. Das ist momentan aber so. Aber sobald ich dann wieder fitter bin, fange ich auch noch nicht weiter mit dem Job. Ich darf Pausen machen, weil ich dort wirklich auch als schwer kranker Mensch sozusagen ja, stehe oder geschützt ist. Und sobald es geht, kann ich dann wieder weitermachen. Gerne gehört noch. Ich kann einfach hier stehen bleiben und das tut trotzdem aufladen, das Wort. Das ist so geil. Das, die Gegner, die ich am meisten hasse, weil sie einfach so einen mega AOE haben, einfach nur tanken kann. Das ist schon geil. Ja, und das Spiel macht eben mega Spaß. Aber es spielen nur noch ganz wenige Leute. Oh, wieso ist das der falsche? Muss ich noch weiter suchen? Das brauche ich nicht, oder? Ist auch Melee-Lightning-Damage, brauche ich nicht. So, können wir hier schon irgendwo. Wir können es ja mal versuchen. Haben wir irgendwo einen weiteren, also wo der höher ist? 10. Wir versuchen jetzt einfach mal den da oben. Mal schauen, wie gut wir das überleben. Und dann machen wir noch die Kampagne, also die Hauptkampagne. Also der mache ich noch nicht so viel Schaden. Ah, das ist der. Okay, das ist ein guter, also den kann ich besser ausweichen. Was ist das für ein Angriff? Eine Explosion. Der hat aber sehr viele Schüsse. Machen nicht so viel Schaden, wir werden wahrscheinlich dann bald irgendwann mal sterben. Den muss man ein bisschen mehr ansehen. Weil die rechts machen natürlich auch schon. Nein, wieso tust du daneben? Einmal trinken. Der ist sehr schnell. Wir machen halt zu wenig Schaden. Ja. Der hat sehr viel Leben scheinbar. Das ist einfach mehr dieses Dingcast, dieses Blamboard. Der hat dieser Schuss, also dieser Bodeneffekt, der ist so schnell. Was hat ihm jetzt Schaden zugeführt? Zugefügt? Gut, da dem Nahe kommt auch noch ein Angriff. Was ist Fail? Ja,
was du jetzt gerade hinkriegst. Schluchzüge wie Hölle. Oh ja, der macht schon. Also Selfcast Meteor auch manchmal. Jetzt macht er wieder viel Schaden. Immer gegen Ende übertreiben sie heftig. Ja sicher, ich hab 1 gedrückt! Ich hab die 1 gedrückt! Das Spiel wollte einfach nicht, dass ich einen Trank trinke. Ich hatte noch Tränke. Das ist unfair. Das Spiel tut mogeln. Okay, definitiv noch nicht machen. Also wir hätten ihn geschafft. Aber ihr seht es kurz vor Schluss. Übertreiben die maßlos. Das ist einfach nicht gerecht zum Spiel. Die Entwickler sind böse Menschen. Ganz böse Menschen. Also wir machen jetzt das. Das ist natürlich viel besser. Aber der Bild ist noch im Aufbau. Wir sind noch nicht stark genug. So. Nicht stark genug für unseren Shade of Orbis. Macht nichts. Wir haben es einfach mal gewollt. Wir wollten sterben. Sonst macht ihr es besser. Ihr macht das sicher besser als so ein armer, kranker alter Mensch. Ganz, ganz schlimm, so ein Drago. Ja, leider nicht ganz geschafft. So, wo müssen wir jetzt killen? Wenn ich da. Da müssen wir jetzt killen. Das da oben auch. Ich glaube, ein Inside macht mehr Schaden. Was ist denn die Chance? 5%. Also Spell Multicrit, ja, es ist schon gut, aber wir gehen ja nicht direkt auf Multiplier. Wir gehen auf Crit Chance. Deshalb ist das obere besser zuerst zu nehmen. Damit wir einfach auch mehr Schaden machen. Oder? Ich schau mal kurz, ist es das rote da? Ist es das da? Ja, das ist in sich. Insekt. Gut. Und das geht immer noch 4 Sekunden. Aber es ist immer aktiv, oder? Weil wir so viel hitten. Wir haben mehrere Autoprocs. Und so. Also jetzt ist es direkt an. Gut. Das heißt also, es bringt mehr, wenn wir da oben durchgehen. Ja, das ist immer an. Immer automatisch an. Vielleicht der Boss nicht so sehr. Ja, dann machen wir also den Multiplayer erst später. Ne? Gut. Gut zu wissen. Einfach ausprobieren. Ne? Heute habe ich auch ein Modpack für Minecraft ausprobiert, aber stürzt immer noch mit dem Fehlercode 1 ab. Das ist irgendwie Fabric richtig instabil auf Windows 11. Kann ich also nicht bringen, tut mir leid. Ein mega gutes Modpack. Jo. Das gleiche ist halt in den anderen Spielen, die ich schon angefangen habe. Das Let's Play dieses Jahr auch so. Die stürzen einfach ab. Erst kürzlich habe ich wieder gelesen, dass Windows 11 halt bei jedem abstürzt. Es ist unglaublich instabil, dieses Drecks-Betriebssystem ist. Einfach nur Scheiße entwickelt wird von Microsoft. Habt ihr gehört, die Switch 2 wurde wieder genannt von Microsoft. Die können einfach nichts. Schreibt mal in die Kommentare, wenn ihr doch mit Microsoft gut findet. Aber ich finde sie einfach peinlich. Nur weil sie peinlich, also einfach weil sie blöde Sachen entwickeln. Einfach peinlich, oder? Also nicht so hart peinlich, aber einfach peinlich, weil sie doch so Anfängerfehler machen, wo eigentlich Anfänger Entwickler oder so machen. Das sind einfach die größten Anfänger. Es ist echt schade, weil Microsoft ist früher immer so ein Sinnbild für Qualität gewesen. Windows XP habe ich mega gerne gehabt. Und dann kam ja Fiesta raus. Fiesta? Wie soll das? Und ja, Windows Vista, ja, hieß es genau. Und was ist denn hier für ein Gegner?
Das war wieder ein schlechtes Betriebssystem. Dann kam Windows 7 raus, war wieder ein gutes. Und dann, ja, Windows 8.1 war wieder ein gutes, aber Windows 8 nicht. Und jetzt Windows 11, 10 und 11 sind natürlich ganz schlecht. Also ganz, ganz schlecht für mich. Aber es weiß nicht, wie ihr es findet. Das finde ich also mega gut. Da habe ich gar keine Crashs, nichts Schlimmes. Aber ich denke, die meisten sagen wirklich aus. Gottchen, wie schnell manche Gegner plötzlich sind. Hast du ja keine Chance. Ich muss immer raus teleportieren, weil da jede Sekunde dieses große Teil castet. So, jetzt weg. Weg mit diesem Müll. Dieser Moch. So. Yes. Also, haben wir hier irgendwas Neues? Wieso habe ich hier Primalisten-Sachen? Okay. Schade. Also, das nächste ist der Dark Ascent. Ascent Sea! Hab ich wieder Heavy Metal Vibes. Ja, rein Guardian. Immer noch eine meiner Lieblingsbands, aber momentan Musik gefällt mir nicht. Ist zu viel Kirchenchor und so. Nicht mehr so episch. Also dieses Red Mirror da. Das war eigentlich ziemlich gut noch. Aber auch schon zu viel Kirchenchor. Ich mag einfach keinen Kirchenchor. Ja, und bei In Extremo ist ja der eine gestorben. Gitarrist oder Bass. Und seitdem machen sie auch nicht mehr so viel. Ich werde einfach in der Musik enttäuscht. Alle hören auf, Musik zu machen. Ja, und jetzt hat der Flake von Rammstein auch noch ein Ding im Hals. Eine Frau im Hals. Eine Anzeige im Hals. Die haben nichts gemacht, die machen doch so einen Blödsinn nicht. So Liebesspiele gezungen und so. Die machen ja trotzdem noch Lieder davon, oder? Die würden keine Lieder davon machen, wenn sie es nicht machen würden. Ja, wenn sie es machen würden. Ja, so halt. Ja. Die tun doch nicht Lieder, die tun das nicht sagen und dann machen sie es oder haben sie es gemacht. Nein. Ich mache ein Lied, weil es halt irgendwo von anderen gemacht wird und sonst sich selber. Aber keine Ahnung. Aber irgendwie die Musik von Last Epoch, die gefällt mir sehr. Also sicher sehr viel auch unternommen, dass sie gut wird und alles. Frag mich, wer hat die Musik geschrieben? Die Titelmusik fragt. Wer hat das geschrieben? Das sieht mich jetzt gerade momentan sehr. Kann man das bei den Epilogs da in diesen Credits nachschauen? Wo sind die Credits vom Spiel? Was muss man schaffen, damit man die Credits bekommt? Oder ist ein Hauptmenü? Sind dort Credits? Habe ich noch nie nachgeschaut. Ich glaube, die haben im Hauptmenü gar nicht irgendwie Credits oder so schon. Ja. Und ich bin ja auch ziemlich am Spiel entwickeln, aber mir fehlt einfach momentan noch gerade die Zeit. Will gar nicht mehr so stark beginnen weiterzumachen, also einen neuen Tag zu beginnen, weil ich einfach zu wenig Zeit habe. Es ist zu zeitintensiv, so viele Texturen zu texturieren und Skripts zu schreiben. Aber ich habe echt ganz viele Dorfbewohner schon gemacht, die herumlaufen, die sich bewegen, die sich kratzen, Kopf kratzen. Und etwas lesen und so. Genauso wie in Gothic 1 und 2 gesagt. Ja. Das habe ich leider nicht. Das ist jetzt halt gerade wie so bekannt. Also Meteore. Niemand will meine Meteore auf dem Kopf kriegen. Das sind alles Pussys, diese Gegner. Es sollte sein. Ist die Banane krumm? So. 24 aus 25. Wir machen den Boss noch schnell. Weil ich kann. Ich kann. Das ist ja
Rede in der dunklen Form irgendwie. Wieso ist eigentlich die dunkle Form schon fertig, aber die helle Form noch nicht? Was ist die helle Form? Ist die böse? Und die dunkle Form ist nett, oder was? Ich weiß es nicht. Also Relief, oder wie sie heißt. Dayef, Jäger. Das ist die andere heißt Relief und das ist Dayef. Wie soll das? Ey, nicht so schnell, nein! Boah, machst du Damage. Kann ich die tanken? Knapp. Hey! Ich kann nichts machen! Ich kann nicht teleportieren! Dieser Bild ist Quatsch. Mach mir einen anderen Bild. Kann ich nochmal einen groß ziehen? Also ich hätte einen Blutding. Wir können mal kurz schauen, aber hier komme ich jetzt gerade nicht so weiter. Also wir machen einfach die andere Timeline links herum noch. Was wollte ich machen? Genau, Builds. Also, Lightning Spell Beer, das ist neu. Ich weiß nicht, ob ich so ein Bärenbild nochmals machen möchte. Er ist ein bisschen langweilig gewesen. Dieser Crowmaster-Bild hat aber keinen Sprung. Wieso nimmt niemand Sprung mit? Ich muss doch ausweichen können. Was hätten wir sonst noch? Eben, das ist der Bild, den ich wollte, aber der hat auch nicht. Doch, der hat Shield Rush. Der würde ja gehen. Aber da brauche ich bestimmte Items. Das wäre zum Beispiel da Voldius Chalice und Flayer's Pride. Die zwei Sachen habe ich noch nicht. Und hier außer Blut und Blutschaden. Wäre nicht schlecht. Also dieses Schild. Habe ich dieses Schild? Nein. Nein, wo war noch da? Da war noch ein Schild. Habe ich nicht, das Schild. Das Schild muss ich finden, das heißt. Können das noch genug anzeigen lassen hier. Wir müssen der Abomination, okay. Ja, müssen wir noch ein bisschen da unten herumfleuchen. Gut, also ich gehe hier zurück. In dieser Stelle habe ich alles. Ich jetzt einfach muss ich den Shade of Aberius auch schaffen. Den Boss natürlich. Aber hier... ich kann nicht teleportieren. In einer Stadt. Muss ich aber noch die andere Timeline aussuchen, auswählen. Also ich bereite den Bild noch ein bisschen besser vor, level noch ein bisschen. Ja, dann hier noch zu wenig. Okay. So, machen wir noch kurz. Einfach reingehen, noch ein bisschen Action haben. Und dann verabschiede ich mich. Ja, der Bild ist eben nicht so schnell ready. Ich hätte es noch warten sollen mit diesem Bild. Ich habe einfach diese Freude auf den Meteoren. Seht euch mal die dicken Dinge an. Ich habe einfach eine mega Freude. Ja. Gut. So. Jo, machen wir nicht zu lange, sonst stürzt das Spiel wieder ab. Ja, was gibt's noch zu reden? Es kommen wieder mehr Parts, ich bin wieder gesünder. Und wenn mal kein Part kommt, wie zum Beispiel am Mittwoch, also am Donnerstag dann, ich bin einfach dann wieder halt ein bisschen bei der Familie, okay? Ich denke, es werden einfach am Donnerstag kein Part kommen, dafür am Mittwoch zwei und am Freitag zwei wahrscheinlich. Nein. Am Dienstag zwei, also morgen zwei und am Donnerstag zwei, so. So, weil ich am Mittwoch bei der Familie noch bin. Also ich kann am Morgen vielleicht auch ein Part hochladen. Vielleicht auch ein anderer Part von einem anderen Spiel. Mal gucken, aber genau weiß ich noch nicht. Gut, also. Ah, können wir gleich abschließen. Super, wir sind in die richtige Richtung gelaufen. Es ist manchmal schon übertrieben, was der Charakter eigentlich leisten muss mit dem Ausweichen und so. Ist halt jetzt gerade ein falscher Bild, den muss halt einfach angreifen zwischendurch. Sonst macht er einfach null Schaden. Gut, also, da oben haben wir immer noch den Balken. Okay. Dann, ja, danke schön fürs Zusehen. Vielen Dank für die Unterstützung. Und macht's gut, habt eine Freude ab dem Leben. Und, ja. Ja, unterstützt ein bisschen das Spiel. Ne?
Tschüss.